hallo wieder bei Nerdfallmedizin, diesmal hallo. Mit Sepsis Part 2. Yes. In Teil 1 ging es ja so ein bisschen um die Erkennung der Sepsis, Definition der Sepsis und vor allen Dingen aber auch um die präklinische Sepsistherapie. Für alle, die das nicht gesehen haben, unbedingt anschauen. Findet ihr natürlich auf unserer Webseite und in den Shownotes verlinkt, ganz klar. Aber die Sepsis in der Notaufnahme, Martin. Jetzt hat der Rettungsdienst perfekt den Patienten vorversorgt. Wir kriegen die Notaufnahme. Wie geht's denn weiter? Also wenn der Verdacht der Sepsis schon mal steht, haben wir den ersten großen Punkt schon erreicht, nämlich kann der Patient überhaupt septisch sein? Wie im Rettungsdienst ist es auch in der Klinik so, wir kriegen sehr viele undifferenzierte Patienten, wir müssen dran denken. Also gehen wir eher von dem Fall aus, dass der Rettungsdienst das nicht so erkannt hat oder dass die Patienten vielleicht selber kommen, ja, verlegt werden oder wie auch immer. Erster Punkt, wir müssen überhaupt dran denken. Könnte das eine Sepsis sein? Und da muss man aufpassen, dass man nicht immer sagt, ah ja, der hat hohes Fieber, vielleicht ist er septisch, sondern Fieber und auch Blutdruck sind relativ schlechte Kriterien für die Sepsis. Was sind gute Kriterien? Die Atemfrequenz. Wieder wie im Teil 1 des Videos, Atemfrequenz erhöht, vor allem unklar, jetzt nicht das hyperventilierende 19-jährige Mädel vom Backstreet Boys Konzert oder von hinterm Justin Bieber oder was auch immer. Wo auch immer der Martin die Leute kennenlernt. Genau. Sondern Patient mit unklarer Atemfrequenzerhöhung. Was sind noch Zeichen? Unklar und schlecht, sage ich immer. Also Patienten, die aus irgendeinem unklaren Grund schlecht sind, sind immer wieder septisch. Und das vergisst man. Wenn die eine Laktaterhöhung haben, spricht das zumindest für eine periphere Minderperfusion. Das kann im Rahmen einer Sepsis sehr schnell passieren. Häufig ist das Laktat einer der ersten Werte, die wir sehen. Also in der BGA sieht man das Laktat und denkt sich, huh, der ist vielleicht doch ganz krank. Auch erwähnt im Video Teil 1, aber in der Klinik nochmal wichtiger, das Mottling. Die Marmorierung an den Beinen, beginnend an den Knien. Jeder Patient, dem es irgendwie schlecht geht, dem muss man auf die Knie schauen. Auch wenn der nur Luftnot hat oder einen schlechten Druck hat, immer auf die Beine und in dem Fall auf die Knie schauen. Da sieht man die üblichen Ödeme, aber vor allem auch das Mottling, also diese Marmorierung. Wir verlinken euch in den Shownotes nochmal eine Publikation mit ein paar Bildern dazu. Ja. Fieber ist, wie gesagt, kein Kriterium, besonders bei immunsupprimierten Patienten, also Leuten, die transplantiert sind, Leute, die nach oder vor oder während Chemotherapien sind, Bestrahlungen und so weiter und so fort. Die Patienten haben häufig erst spät oder gar kein Fieber oder sind sogar eher kalt, also kalte Leute. Aber Fieber allein hilft uns da noch nicht sonderlich. Okay, habe ich alles verstanden. Aber was mache ich denn jetzt? Ja, warte, Philipp, noch zwei Punkte, die ich gerne anbringen möchte. Du bist immer so actionmäßig, aber man muss ja nachdenken und so. Wichtig auch zu den Entzündungszeichen. In der Notaufnahme hat man ein Labor, da sieht man CRP, Leukos. Je nach Labor kann man auch ein Procalcitonin, also ein PCT abnehmen. Da ist auch wichtig, auch beim schwer septischen Patienten, vor allem bei den Jungen, wo es sehr, sehr schnell geht, dann diese Dekompensationsphase, da sind die Entzündungszeichen häufig noch gar nicht so dramatisch erhöht. Da sieht man in der Notaufnahme vielleicht ein CRP, das doppelt erhöht ist beim Grenzwert von 0,5 auf 1,5 und am nächsten Tag, wenn der intubiert auf der Intensiv liegt, ist das CRP dann bei 40. Ähnlich ist es mit dem PCD, das ist ein bisschen sensibler, aber da gibt es auch ein bisschen Diskussion und die Leukozyten sind sowieso sehr, sehr unspezifisch. Also haltet euch auch nicht an Entzündungszeichen fest. Die Sepsis, muss man ehrlich sagen, ist eigentlich eine klinische Diagnose mit ganz vielen rundherum. Ein kleiner Laborauffälligkeitswert noch, ein unklarer Kreatininanstieg. Leichter Kreatininanstieg beim sonst gesunden Patienten kann auch auf eine Schocksymptomatik, auf eine Minderperfusion der Niere hindeuten. Einer der ersten der Laborwerte, der ansteigt. Häufig weit früher als die Entzündungszeichen. So, also dran denken. Ja, Martin, wie geht es jetzt weiter mit der Therapie? Das ist eine sehr gute Frage. Also in der Klinik ist die Therapie deutlich differenzierter als in der Präklinik. Wir haben mehr Möglichkeiten und müssen auch unbedingt mehr machen. Die kausale Therapie für die Sepsis ist die antiinfektive Therapie oder in manchen Fällen die Entfernung des Fokus. Also wenn da jetzt zum Beispiel ein Abszess ist oder was anderes. Aber primär ist es die antiinfektive und beziehungsweise antibiotische Therapie. Und die müssen wir schnell beginnen. Antibiotische Therapie, je später die gegeben wird, desto höher ist die Mortalität. Das heißt, wir warten nicht aufs Labor, wir warten nicht auf verschiedenste Untersuchungen, auf irgendwelche Befunde, sondern wenn der Patient für uns klinisch einen Verdacht auf Sepsis oder einen septischen Schock hat, dann braucht er sofort seine antiinfektive Therapie. Zuvor sollte man noch Blutkulturen abnehmen, unbedingt, wenn möglich aus einer extra Entnahmestelle, also nicht dort, wo die Pranüle liegt, also dort, wo die Pranüle gelegt wird, am besten sogar zweimal zwei Pärchen, also zweimal zwei Flaschen, zwei Pärchen. Das ist die optimale Variante. Wenn man andere Kulturen noch gewinnen kann, zum Beispiel eine Urinkultur, ist das super.
Weil in dem Moment, wo man die Antibiotika gibt, hat man das Risiko, dass man diese Kulturen kaputt macht. Die Patienten brauchen Volumen, die brauchen aber auch relativ frühzeitig Katecholamingabe. Also wenn die Patienten krank sind, dann fängt man Volumen und Katecholamingabe sehr, sehr zeitnah miteinander an. Also schnell mal die Infusion dran, Kristalloide, 500.000 Milliliter, je nachdem, was notwendig ist. Kann auch sein, dass die einen deutlich höheren Volumenbedarf haben und auch relativ früh Katecholamine. Und ich glaube, auch hier muss man wieder einfach sagen, wie schon im ersten Teil, ein septischer Patient mit einer rosa Braunüle, das ist nichts, sondern er braucht mindestens zwei großlumige Zugänge. Wenn man die Zeit hat, kann man auch ein ZVK legen, wenn er sowieso Katecholamine braucht. Aber der braucht vor allen Dingen großlumige Zugänge, die auch eine Volumentherapie erlauben. Ne? Genau. Aber auch da gilt es, die Therapie mit Antiinfektiva soll sich nicht verzögern. Das heißt, wenn wir sagen, wir legen sowieso ein ZVK, dann kriegt er bitte die antiinfektive Therapie, bevor wir den ZVK da eine Viertelstunde reinlegen, weil meistens dauert es dann doch länger, als man glaubt. Also völlig richtig, da müssen mehrere Sachen parallel laufen. Optimalerweise kriegen die Patienten auch, gerade wenn die in einer Schocksymptomatik sind, kriegen die ein DK, wo man den Urinoutput messen kann. Das geht dann vor allem auch Richtung Intensivmedizin. Das ist aber logisch. Mehrere Sachen, die man früher in der Sepsistherapie noch gemacht hat, zum Beispiel die EK-Transfusion, sehr liberale EK-Transfusion, die Messung der zentralvenösen Sättigung, die Gabe eben von Katecholamine nur über den zentralvenösen Katheter, die sind alle out und es ist bewiesen, dass das nicht keinen Vorteil bringt. So Martin, jetzt hast du ja gesagt, ganz wichtig ist die frühe antiinfektive Therapie und vor allen Dingen aber auch die Fokussanierung. Ja. Häufig ist es so, der Patient kommt schlecht in Notaufnahme, man sieht schon, der ist septisch, wo hat er jetzt den Fokus? Wie gehst du da vor? Das ist total, also richtig schwierig finde ich es oft. Manchmal ist es ja einfach, ne? Die husten und dann weiß man, wahrscheinlich wird es die Pneumonie sein oder es riecht nach Harnwegsinfekt und aus dem DK kommt der pure Eiter raus, dann weiß man wahrscheinlich auch, dass das der Fokus ist. Die klassischen Untersuchungen sind eben der Urinstatus meist aus dem gelegten DK oder aus dem nun angelegten DK und ein Röntgenbild des Thorax. Dann noch eine körperliche Untersuchung, aber eben nicht die schnelle, rasche körperliche Untersuchung, sondern wirklich eine fokussierte. Da gehört der ganze Patient von oben bis unten untersucht und zwar entkleidet. Ja? Das Schlimmste ist oder das Peinlichste ist, man bringt ihn auf die Intensiv und dann hat er eben einen riesen Abszess am Rücken, den man im schnellen Drüberschauen nicht gesehen hat. Es gibt da einen Merkspruch, den ich eigentlich ganz gut finde, aber der so lang ist, dass ich selber immer wieder ein bisschen nachschauen muss. Zumindest kann man sich da so die wichtigsten Sachen FOCI merken. Und zwar heißt es Lukas, also Lukas. Wie auch hier eingeblendet. Wie auch hier oder hier eingeblendet. Mal schauen, wo wir es unterbringen. und zwar funktioniert es so. L ist für lang, also Pneumonie. U ist für Urine, also Harnwegsinfekt, Pyelonephritis. C, das erste C ist für Cardiac, also eine Endokarditis, was sehr schwer zu diagnostizieren ist in der Notaufnahme, außer mit dem TEE. C, das zweite C ist für Central Neural Nervous System. ZNS. Also Meningitis, Enzephalitis, sowas in dem Bereich. Dann A für Abdomen, irgendein Abszess, eine Cholezystitis, irgendeine andere Hohlorganproblematik. Das zweite A ist für Arthritis, was man so ehrlich gesagt häufig irgendwie übersieht, ein septisches Gelenk, septische Arthritis. Das erste S ist für Spine, also Wirbelsäule, Spondylodiszitis. Und das zweite S ist für Skin, also Erysipel, irgendwelche Katheter, die einliegen, ein Dialysekatheter, irgendeine Sonde, PEG-Sonde oder so, die einliegt. Wenn man das einmal durchgeht und das ist gar nicht so aufwendig, dann kann man ganz gut einen Sepsis-Fokus herausfinden. Oder man sagt, das ist ein unklarer Fokus. Das ist ja auch okay. Wichtig ist die schnelle Therapie. Puh, okay, also Lunge, Urin, Kardial, ZNS, Abdomen, Arthritis, sehr gut. Spondylolisthitis und Hautinfektion. Nice. Ich frage dich in 10 Minuten nochmal. Oh nein. Also, wichtig bei der Sepsis ist, früh erkennen und wenn wir genau das haben, was wir uns wünschen, nämlich dass es im Rettungsdienst schon erkannt wird oder der Verdacht gestellt wird, haben wir da schon einen riesen Punkt gewonnen. Schnelle Erkennung, schnelle Therapie und Fokussuche. Lasst euch nicht von anderen Sachen abhalten. Die Patienten brauchen frühzeitig Therapie. Und das Schlimmste ist, wenn man da irgendwie dann aufs Labor wartet und irgendwie noch aufs Röntgen wartet und auf andere Sachen wartet, die brauchen schnell Therapie. Perfekt. Das war's eigentlich schon. Wunderbar, ja. Vielen, vielen Dank, Martin. Bitte gern. Das war ein super Ritt durch die Sepsis und
wenn es euch gefallen hat, unbedingt bitte natürlich teilen und liken. Aber gerade eben, weil wir jetzt so ein bisschen neue Technik angewandt haben, das jetzt auch mal ein zweiteiliges Video war, was wir kurz aufeinander dann veröffentlichen, bitte unbedingt euer Feedback. Hat es euch gefallen? Gibt es irgendwas, was wir ändern sollten? Habt ihr inhaltlich irgendwelche Fragen, Anregungen, Kritik? Wir sind gespannt. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.